Moin und herzlich willkommen. Ich bin Lars Wiechert, euer Athletics-Trainer, zweifacher Olympiateilnehmer, dreifacher Weltmeister. Und heute zeige ich euch mal, was so die fünf häufigsten Fehler sind, die beim Rudern so passieren. Am besten zeige ich euch das aufs Ergo und wir setzen uns direkt hin. Als erstes, was mir schon immer auffällt, ist, dass der Widerstand für den Rudern einfach komplett falsch gewählt wird. Fast alle Ergometerhersteller haben Widerstände von 1 bis 10. Widerstände zwischen 8 und 10 sind einfach zu wählen, wenn man wirklich schon gut in der Technik drin ist und eher muskulär arbeiten möchte und nicht unbedingt so kardiovaskulär. Deshalb zum normalen Start oder auch wenn ihr ganz normal rudert, ist so ein Widerstandsbereich zwischen 4 bis 6 ungefähr besser zu wählen, weil es auch insgesamt dem normalen Rhythmus gleichkommt. Also gar nicht denken, nur weil es eine Stufe 10 ist, direkt auf der Stufe 10 rudern. Alle Leistungssportler sind eigentlich auf der Stufe 4 bis 6 unterwegs. Das ist schon mal super. Kleiner Tipp, der nicht unbedingt gleich als Fehler ist, aber am besten ihr stellt euch den Fußriemen so, dass der ungefähr von der breitesten Stelle des Fußes, also so am Großzehengelenk, ungefähr so Richtung dieses Winkels sitzt. Und auch so, dass der Fußriemen so sitzt, dass die Zehen oberhalb sind, dass ihr da einen schönen Zug über den gesamten Spann habt. Fangen wir mit einem Fehler an, der ganz häufig ist. Es wird die Reihenfolge nicht eingehalten. Das heißt, wenn ich hinten bin und in den Schlag reingehe, dann stimmt die Vorbereitung nicht hundertprozentig. Das heißt, die Arme sind noch dran, meistens wird vorgerollt und dann sind die Knie irgendwie im Weg, der Oberkörper ist nach hinten. Und dann sieht der gesamte Schlag immer so aus, dass die Hände rübergehoben werden. Und man vorne auch eher auf dem Oberschenkel abliegt und der Oberkörper rauffällt. Ganz leicht zu lösen ist es, indem wir einfach die Reihenfolge einhalten. Und zwar die Reihenfolge ist so diese Melodie, die ich immer beschreibe. Hände, Oberkörper anrollen. Dabei jetzt einfach darauf zu achten, wenn wir das jetzt aufs ganz, ganz Grobe runterbrechen. Ich bin im Endzug angekommen. Die Hände gehen raus, der Oberkörper geht raus. Und dann wird angerollt. Wenn wir das jetzt ganz statisch oder ganz runtergebrochen einfach mal machen, sieht das so aus. Hände, Oberkörper anrollen. Hände, Oberkörper anrollen. Dabei seht ihr schon, Hände gehen raus, Oberkörper geht raus. Oberkörper hat eine gewisse Spannung vom Lendenwirbelbereich ausgehend. Das heißt, der Oberkörper geht nur so weit nach vorne, wie ich so die Spannung halten kann. Wenn ich hier mich noch weiter ablege und im Lendenwirbelbereich gar nicht mehr die Spannung halten kann, ist es definitiv zu weit. Das Einzige, was wir erreichen wollen, ist in dem Sinne, dass wir hier im Hüftwinkel nach vorne kommen. Also hier das Becken so ein bisschen kippen, so dass wir eine ordentliche Vorbereitung und Spannung haben. Diese gesamte Ruderbewegung, Hände, Oberkörper anrollen, sieht insgesamt jetzt ein bisschen statisch aus. Da versuchen wir einfach etwas mehr die Schablone quasi rund zu formen, dass wir einen schönen Fluss reinkriegen. Auch ein Tipp immer für eine gute Körperhaltung ist die Blickrichtung. Wenn ich nach unten gucke, senkt sich der Körper gleich. Wenn ich nach oben gucke, ist er eher aufrecht. Deswegen die Blickrichtung ist eher immer Richtung Display oder knapp drüber, sodass wir da einfach schon über die Blickrichtung unsere Körperhaltung steuern. Um jetzt dem Ganzen mal so etwas mehr Fluss zu geben, ist es so, dass die Hände als erstes rausgehen und der Oberkörper ab einem gewissen Zeitpunkt so simultan mitläuft und quasi dann der Endpunkt der Oberkörpervorbereitung und der Armvorbereitung der ist, wenn die Hände quasi hinter den Knien sind. So dass Hände, Oberkörper anrollen. Hände, Oberkörper anrollen. Und schon könnt ihr sehen, dass die Gesamtbewegung viel runder wirkt, viel geschmeidiger. Und ich habe immer noch die gleichen Winkel und Vorbereitungen wie eben. Hände, Oberkörper anrollen. Und schon haben wir einen Fehler, den wir hatten, dass unsere Knie im Weg sind. Und der Oberkörper in der Rücklageposition beim Vorrollen ist ganz locker weggemacht. Ein weiterer Fehler, der immer auffällt, ist, dass man hinten nicht unbedingt die Spannung hält und so dem Hebel etwas entgegenkommt, beziehungsweise über dem Hebel zusammenfällt. Das heißt, im Oberkörper ist gar nicht so richtig die Spannung drin. Ich komme dem Hebel schon etwas entgegen oder habe gar nicht den Zug durch die Schulter durch, sondern blockiere mich quasi so ein bisschen.
und kommen quasi dem Hebel schon entgegen. Da ein bisschen drauf achten, sauber einfach mal hinsetzen, Beine sind locker durchgetreten, nicht durchgespannt, sondern durchgetreten, ja, das ist auch immer die Endposition. Oberkörper ist in der Rücklageposition und jetzt könnt ihr einfach euch mal flach hinsetzen oder krumm hinsetzen und ein Gefühl haben, dass euch da was in den Rücken sticht. Also zack, hier aufrichten. Aufrichten, Spannung raus, ja. Brustkorb ein bisschen raus, dass wir da gar nicht entgegenkommen. Zug unterhalb der Brust, hier hin. Und der Ellbogen geht schön am Körper vorbei, also leicht abgespreizt am Körper vorbei, sodass wir einen Henkel bilden. Das ist die Endzugposition. Ja? Hier richtig rein, nicht drüber zusammenfallen, sondern hier aufrichten. Also nochmal das Ganze. Hier aufrichten. Schubspannung rein. Da könnt ihr euch so ein bisschen wie so eine Marionette fühlen, die zum Beispiel am Kopf nach oben gezogen wird. Da könnt ihr immer denken, hier werde ich hingezogen. Es muss nichts Übertriebenes sein, aber dass man eben hinten nicht zusammenfällt oder zusammensackt, sondern Spannung nach hinten durchbringen. Schub. Das war der dritte Fehler. Der vierte und fünfte Fehler ist eher in der vorderen Umkehrbewegung. Häufig fällt noch auf, dass die Einspannung vom Gesamtoberkörper nicht da ist, beziehungsweise in der Rumpfmuskulatur nicht vorhanden ist, sodass die ganze Kraft, die wir eigentlich in den Schlag legen, über die Beine komplett verloren geht. Der Hauptantrieb für den Ruderschlag sind die Beine bzw. der Oberkörper und die Armmuskulatur ist nur ein ganz geringer Teil. Deshalb ist es wichtig, dass wenn wir in der vorderen Umkehrbewegung sind, hier eingespannt sind und schön den Druck mitkriegen. Wir haben ja eben gelernt, Hände, Oberkörper anrollen. Und die Reihenfolge vorne im Abdruck, also in der vorderen Umkehrbewegung, ist dann in dem Sinne Beine, Oberkörper, Arme. Dass wir da in dem Sinne einmal genau umgekehrt reinkommen. Einmal zum Verdeutlichen, was ganz häufig zu sehen ist. Es ist keine Einspannung da, der Po rutscht zuerst weg und das Ganze nennt man Kiste schieben. Also ich komme gar nicht richtig rein, kriege eher immer einen Schlag in den Körper und irgendwie geht die ganze Beinkraft verloren. Um da entgegenzuwirken, kommen wir vorne an. Wir sind ja hinten quasi in der Position eingefroren und ziehen uns nur noch über den Po nach vorne, über die Beine nach vorne. Das ist die Position, die wir erreichen wollen. Und dann haben wir eine gute Spannung im unteren Rückenbereich und im Bauch. Und wenn wir dann die Beine antreten, geht der Hebel direkt mit. Einfach mal versuchen, Arme und Oberkörper lang zu lassen. Das Ganze nennt man Vorderzüge. Und ihr könnt sehen, zack, mit dem Vorderzug komme ich vorne direkt in den Druck. Und dann könnt ihr auch noch mal sehen, Beine, Oberkörper, Arme. Wir versuchen hinten auf dem Punkt alles zu beenden. Heißt Beinstoß, Oberkörper und Armzug, alle drei Beschleunigungen, beenden möglichst gleichzeitig. Also nochmal ganz langsam. Beinstoß, Oberkörper kommt dazu, Arme. Ich mache es nochmal ein paar Mal vor. Beine, Oberkörper, Armzug. Und dabei, wenn wir mit den Beinen gut reinkommen in den Schlag, bleibt der Oberkörper auch ganz stabil auf einer Position. Wir hängen uns quasi dahinter. Wie beim Seilziehen. Hinterhängen. Ich komme in den Zug rein, ziehen. Und dann, wenn die Hände quasi an die Fußspitzen kommen, geht der Oberkörper mit rein, nach hinten und die Arme. Und schub. Das Ganze jetzt mal etwas flüssiger. Schub. Und so sieht das Ganze bei einer Frequenz 20 aus. Wo wir einen guten Schlagrhythmus haben, sauber reinkommen. Als letzter Fehler, der häufig auffällt, ist, dass man eher so wie so eine Ballerina-Ergo fährt. Das heißt, ich komme vorne an, hebe irgendwie meine Hacken viel zu weit nach oben, weil es sich gut anfühlt, wenn ich den Druck aufnehme. Aber ich komme über den Druck viel zu sehr über meine Fußspitzen und den Gesamtabdruck habe ich ja eigentlich über meinen gesamten Fuß. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Kniebeuge macht mit viel Gewicht im Rücken,
werdet ihr auch niemals nur auf den Zehenspitzen versuchen, die Kniebeuge zu machen, weil viel zu viel Instabilität da ist, sondern mit dem platten Fuß hat man den meisten Druck, den man über die gesamten Beine abgeben kann. Das heißt, ich komme vorne an und gehe nicht extra mit angehobenen Füßen nach vorne, sondern ich versuche möglichst den Zug oder den Zug über meinen Spann zu haben, dass ich mich hier nach vorne ziehe. Und dann dürfen sich die Hacken leicht abheben, aber eben nicht, dass ich die richtig hochnehme. Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, also es ist kein Rudern, dass ich vorne ankomme und dann den Druck auf die Zehenspitzen hole. Weil dann passiert nämlich auch immer gleich, wenn ich die Zehenspitzen hochhole, dass ich im Oberkörper nach hinten reiße. Also wir versuchen die Füße wieder unten zu lassen und flach in den gesamten Schlag zu kommen. Flach rein. Schub. Ja. Und hinten wieder Melodie. Hände, Oberkörper anrollen. Hände, Oberkörper anrollen. Und Ruder, halt. Einmal ablegen. Jetzt habt ihr gesehen, was so die 5 typischen Fehler sind, die man vermeiden kann, um viel besser rudern zu lernen. Am besten ist es, dass man einfach mal versucht, die hintere Umkehrbewegung, also Hände, Oberkörper anrollen, sich rausextrahiert und das einmal übt. Und zum Beispiel die vordere Umkehr, was ich euch gezeigt habe, mit den Vorderzügen gut reinkommt und da mal ein Gespür für bekommt, wie der Oberkörper flach bleibt. Da nochmal als Beispiel, wenn ich zum Beispiel Tauziehen mache oder Seilziehen gegen jemand anders, werde ich doch lachen, wenn der mit dem Oberkörper nach oben geht. Weil im Seil kommt so gut wie nichts an. Ich muss meine Masse hinter das Seil hängen, damit ich diesen über die Linie ziehe. Also immer dran denken, flach bleiben, Körper einspannen und hinten auch die Spannung reinbringen, dass der Zug vollends quasi mit richtig Volumen gefüllt ist. Also, habt viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.